Hallo Sammlerfreunde, herzlich willkommen zu Fantastic Toys and Merchandise. Leute, ich habe etwas Wunderschönes gekriegt. Eine Sonderedition des Monopoly-Spiels mit 24 Karat hart vergoldeten Figuren. Ist mal halt was anderes außer Actionfiguren. Ich zeige euch das gute Stück mal. Keine Sorge wegen den Master of the Universe-Fans, ich habe euch eine Folge versprochen. Die ist zurzeit im Schnitt, wird aber circa eine Stunde gehen, denke ich mal. Also ich hoffe, dass die zwei Wochen online ist. Das sind bestimmt 1000 Kameraeinstellungen. Also, gehen wir mal rüber und gucken es uns an. Gleich fällt die luxuriöse Holzkassette auf. Wirklich wunderschön gestaltet. Oh, Monopoly ist ein zeitloser Klassiker. Die wunderschönen Holzeinlegearbeiten. Jo. Wirklich sehr schön gestaltet. Ich habe das gute Stück ein wenig gegoogelt und da kam heraus, dass der damalige Verkaufspreis 1991 bei 1250 D-Mark lag. Zudem sollen die gesamten goldenen Teile hart vergoldet sein, also die Embleme, die Figuren und die Häuser. Erschienen ist das Spiel auch in englischer Sprache. Hier erkennt man zum Beispiel auch einige Abnutzungsspuren. Aber hey, wenn man gerade alles dabei ist, alles zu verlieren, da könnte man grantig werden. Ich kenne Monopoly, ich liebe das Spiel. Entstanden ist ja das Spiel in der großen Depression in den USA 1935. Tja, die armen Leute haben es damals geliebt, sich gegenseitig mit Geld abzuzocken. Jo, ein paar kleinere Verschmutzungen sind auch zu erkennen, sehe ich gerade. Aber eine wirklich wunderschöne Arbeit. Soviel ich weiß, wurde es in Handarbeit zusammen gemacht. Also nicht irgendwie so in eine Maschine reingeschmissen und zack, zack, fertig, sondern das war wirklich Handarbeit. Das erklärt auch den damals sehr, sehr hohen Preis, der auch durchaus gerechtfertigt ist. Aber man kann ja nicht alles sammeln. Warum eigentlich nicht? Beigepackt waren zwei Mappen. In einer war die Gebrauchsanweisung, in der anderen waren die Immobilienkarten. Also das ist schon richtig edel. Ja, Badstraße, Turmstraße, die vier Bahnhöfe, Elisenstraße. Oh, ich weiß noch, ich habe immer versucht, die besten Straßen zu bekommen und dann ja, dann die Miete kräftig erhöhen. Ein Haus, zwei Häuser, drei Häuser, vier Häuser, Hotel. Oh ja, die Theaterstraße, ja. Einmal drauf und dann machen wir pleite. Also wirklich ein sehr schönes Stück. Außergewöhnlich, außergewöhnlich. Alles noch mit D-Mark. Ja, hier alles noch mit D-Mark. Ein Haus kostet 3000 Mark. Ja, Rathausplatz, Bahnhofstraße, 4000 Mark. Nicht einfach nur ein grünes Pappbrett, sondern also wirklich sehr schön, als der Samt und alles schön eingearbeitet. Ja, also auch hier sieht man sehr schön die eingearbeiteten Leisten und auch wie schön der Samt eingearbeitet ist. Nicht einfach nur reingeklatscht, sondern wirklich in Handarbeit reingemacht. Also auch wunderschön das Monopoly-Logo, die Sammleredition. Die fällt für die Ereigniskarten, für die Gemeinschaftskarten. Also wirklich, Leute, das ist wirklich ein sehr, sehr schönes Stück. Guckt euch das mal an. Ziehen wir uns jetzt mal gerade die einzelnen Felder an. Ja, los, ziehen Sie 4000 D-Mark ein. Am Anfang war das ja richtig viel Kohle, aber mit der Zeit. Jo. Ah ja, gehen Sie in das Gefängnis. Begeben Sie sich direkt dahin. Gehen Sie nicht über los. Ziehen Sie keine 4000 D-Mark ein. Hier die einzelnen Bahnhöfe, Elektrizitätsfeld, Gemeinschaftsfeld. Von Monopoly gibt es ja endlos viele Variationen. Eine Star Wars Variation habe ich auch mal in Fantastic vorgestellt gehabt. Und zwar eine PC-Version. Erinnert ihr euch? Irgendwo habe ich die mal gebracht. Mit beigepackten Figuren. Also muss man echt sagen, außergewöhnlich. Naja, Sammlerfreunde. Erinnert ein wenig an einen Miniatur-Billardtisch. Leichte Verschmutzung hat es auch drin. Wahrscheinlich wegen dem vielen Geld, was hier gelagert wurde. Was auch toll ist, das ist so schön eingearbeitet alles. Ja, mir fehlen einfach die Worte. Eine moderne Antiquität. Aber das absolute Highlight ist natürlich die Schublade. Das ist doch mal, kann man entnehmen. So, Sammlerfreunde, ich habe jetzt gerade mal die Schublade aus dem
Monopoly-Spiel entnommen. Hier sehen wir jetzt gut hier oben. Hier sind die kleinen Häuser. Hier sind die goldenen Hotels. Und hier sind die kuriosen Spielfiguren. Und hier die D-Mark-Scheine. 20, 50, 100, 500, 1000, 2000 und 10.000. Die Gemeinschafts- und die Ereigniskarten. Hier in der Mitte sind die Würfel. Und da hinten, ja, das ist ein Monogramm und das Emblem. Schauen wir uns einfach alles mal an. Hier das wunderschöne Monogramm mit der Erklärung. Alles hat hier seinen Platz in samt ausgeschlagenen Fächern, wie zum Beispiel die beiden Würfel. Hier die Fächer für die Gemeinschafts- und Ereigniskarten, jeweils 16 Stück, zumindest vorhanden. Kommen wir nun zum Geld. Die Scheine waren wirklich sehr schön gemacht. Auch hinten mit dem Monogramm. Sind die 20er? Ich meine, da ist auch ordentlich was drin. Markscheine. Naja, ich erinnere mich, dass die mal blau waren. Aber lassen wir auch durchgehen. Schau dich das mal an, wie schön die eingefasst sind. Alles mit Samt ausgeschlagen. Edel. Das fühlt sich irgendwie gut an. Auch hier jedes einzelne Fach. Hier die Rückseiten. Diese Scheine wurden speziell für diese Edition hergestellt. Hier der 1000-Markschein. Der 2000-Markschein. Und bündelweise 10.000er. Naja, ich muss aufpassen wegen Wind. Beginnen wir mal mit den Immobilien. Fangen wir gleich an mit den Hotels. Die sehen also wirklich richtig schön aus. 24 Karat, hart vergoldet. Guckt euch die mal an. Ja. Jedes einzelne der Hotels ist auf der Unterseite gestempelt. 1991 Parker Brothers. Also Sammlerfreunde, ich kenne die Monopoly Hotels nur als kleine rote Plastikdinger. Also Sammlerfreunde, ich kenne die Monopoly-Hotels nur als kleine rote Plastikdinger. Wartet mal, bis wir zu den Spielfiguren kommen. Die sehen mal richtig cool aus. Geradezu bescheiden wirken dagegen die kleinen Häuschen. Aber so alles drauf, was man braucht. Kamin, Fenster etc. Auch hier ist jedes einzelne Haus einzeln gestempelt. 1991 Parker Brothers. So, ihr Monopoly-Fans draußen in der Welt, schaut euch jetzt mal die Spielefiguren an. Schiff, Handtasche, Bügeleisen, Schiffsglocke, Fingerhut, eine Kanone, ein Zylinder, ein Rennwagen, ein Schaukelpferd, ein Schuh. Naja, wenn man sich die Preise für Damenschuhe teilweise ansieht, meine Frau regelmäßig sehr viel ausgibt, na, dann kann man das auch als Luxus ansehen. Hier sehen wir uns jetzt mal das Schiff an. Wunderschön. Noch ein kurzer Blick auf die Unterseite. Unbeschriftet. Die goldene Handtasche. Die Schiffsglocke? Ja, könnte eine Schiffsglocke sein. Also wenn ich da an die Spielfiguren meiner Kindheit denke, das waren so komische Plastikstipsel. Ein Blick auf die Unterseite. Das ist jetzt natürlich kurios. Der Fingerhut. Die Unterseite des Fingerhuts. Hier, das ist auch interessant. Die Kanone als Spielfigur.
der allseits bekannte Zylinder. Der Rennwagen, naja, wenn man sich überlegt, was die Formel 1 kostet, das können sich nur Reiche leisten. Die neunte Spielfigur, das Schaukelpferd. Und die letzte Spielfigur, der Schuh. Durch den starken Wind habe ich mal kurz die Hotels zweckentfremdet. Ja, hier sieht man, wie schön alles eingearbeitet ist. Da gerade fällt für die Gemeinschaftskarten, die Würfel, die Geldscheine. Hier für die Hotels, für die Häuser und für die Spielfiguren. Sehr schönes Stück. Auch sehr schön, wie das mit Sand alles ausgeschlagen ist. Das Monogramm. Wirklich sehr edel. Wenn man sich bei den vielen, vielen Monopoly-Varianten da Gedanken macht, da ist das hier wohl das absolute Highlight. Nicht 0815, das ist wirklich... Hier noch ein kurzer Blick auf die Unterseite. Okay, gut, hier sieht man schon Abnutzungsspuren. Aber wer guckt schon auf die Unterseite? Ja, hier sieht man, wie schön alles eingefasst ist. Auch sehr schönes Holz, nicht billiges Plastik. So, Sammlerfreunde, das war's mal wieder von meiner Seite. Mal was anderes. Ich gehe jetzt mal auf die Suche nach einem Eis. Es ist ziemlich warm. Ein sehr schönes Stück, aber leider kann man ja nicht alles sammeln. Wenn ich ja alles sammeln würde, dann bräuchte ich ein Lager. Um Gottes Willen, hey, das... Wir müssten den Todesstern aushöhlen und den vollpacken. In diesem Sinne, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Fantastic! Tausend Merchandise! Jo!